Eivor, du bist erwacht. Ich hoffe, du bringst neues Wissen. Ich war wieder in Asgard. Und was hast du gesehen? Grüße dich, Ellie. Wie geht's dir? Und danke, dass du den Fuß von der Leitung nimmst. Ich fesselte den Fenriswolf, Lokis Sohn, mit einer unzerstörbaren Leine. Das Biest war erzürnt von meiner Tat. Wir kämpften und ich siegte, aber ich konnte es nicht töten. Du tauchst ein in Legenden. Dinge, die ich nicht für wahr gehalten habe. Gleichnisse. Doch du durchlebst sie wie Erinnerungen. Ich fühlte jeden Moment und sie waren echt wie du und ich, die wir hier sitzen. Das ist wundervoll. Was hast du noch? Den Biber Butzemann habe ich auch noch gesehen. Es gab einen Verrat. Ich betrog meinen Freund Tyr. Ich sah zu, wie der große Wolf ihm den Arm aus der Schulter riss. Ich hätte es mit einem Wort verhindern, ihn warnen können. Aber ich tat nichts. Wie hast du dich gefühlt? Sein Schmerz berührte mich nicht. Da war kein Hass, aber ich bereute meine Gleichgültigkeit nicht. Wie Gift, das nach Wein schmeckt. Maßlose Selbstbezogenheit kann sich so anfühlen. Was hast du noch gesehen? Naja, wieder Kurzarbeit. Liegt aber daran, dass ihr ja nichts habt, ne? Nichts geliefert bekommt, oder? Ich sah eine letzte Vision der Nornir. Das Herannahen von Ragnarök. Da waren nur Feuer und Asche. Ein Chaos, übel wie der Wind aus den Tiefen von Ginnungagap gab. Doch wir waren bereit für den nahenden Sturm. Zu acht tranken wir Met und gingen gemeinsam unserem Ende entgegen. Das war das Ende der Prophezeiung der Nornir. Wie seltsam. Was sahst du noch? Richtig, Halbleiter fehlen. Naja, ist doch auch was Feines, dadurch Kurzarbeit zu haben. Mehr habe ich nicht verstanden. Also gut, es erscheint mir klar. Der erste Traum sprach von der Furcht vor dem Verrat, die auf dir lastet. Odin schien es angemessen, sein grenzenloses Wissen mit dir zu teilen und den Schatz seiner Erfahrung. Vielleicht soll dir seine Geschichte eine Warnung sein. Seine Gleichgültigkeit ist bedauernswert. Folge nicht seinem Beispiel. Sonst erwartet dich nur Einsamkeit, eine Verbannung schlimmer als der Tod. Ich verstehe. Oder zumindest hoffe ich das. Danke, Valka. Aber da fehlt mir ein, ne? Sigi, dem fehlt auch ein Arm, ne? Macht er einen auf Türen? So, mal gucken, wie ich die Arschgeigen finden kann. Ob ich sie überhaupt so finden kann. Hallo? Doch mal ein bisschen schneller da lang. Muss ich da vielleicht ein bisschen näher dran? Die reiten doch hier immer irgendwo herum. Diana versteckt sie bestimmt heimlich. Will ihr den Spaß alleine haben mit denen? Bist du nicht? Wo kann ich sie nicht sehen? Wird ich schlecht. Weil ich will ja die hier mir krallen. Die wird im Sinn zu finden. Ich habe auch keinen mehr frei. Bei denen haben wir hier noch. Versuche den hohen römischen Turm nördlich von Norweg. Räuberlage zwischen Britanniens Wache und dem Dorf Tedford East Engler. East Engler. Ja. Wie hieß das Dorf? Britanniens Wache und dem Dorf Tedförder. Tedförder finden. Wo ist denn Tedförder? Tedförder. Entschuldigung. Britanniens Wache. Wow. Wollen wir da mal hin. Vielleicht gibt es hier auch noch so einen Reiter.
Klar, ich habe sie zum Skatspielen eingeladen. Oh, wie gemein. Das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Und Helly, was machst du jetzt in der Freizeit? Bingy Beats mit anfassen. Mal, weil hier das leuchtet. Hier wohl. Was? Hede, hede, düdede. Da lang. Ich habe so ein dumpfes Gefühl, dass ich diesen Sprung verkacke. Noch nicht. Bunkergaloppel 1. Ist ja blöde Gaul. Habt ihr das schon gesehen? Ja, das hab ich schon mitgekriegt, dass du da am Schnetzeln bist. Und wie ist es? Ups, da haben sie schon wieder die Köpfe verloren. So was Schlimmes hier. Oh, oh Mann. Warum denn immer dort unten rein? Meinst du nicht, dass das gerade ein bisschen zu früh zugeschlagen war? Leidet immer so mit. Müsste ja eigentlich hier sein, der Hinweis. Wie Look machen. Sieht schon so komisch aus, du. Boah, leg mich am Arsch, ey. Das ist ja wieder... Immer dieses Gereite hier. Das ist jetzt aber so nicht markiert. Geht bei der Bogenschützin ist die Steuerung ein bisschen schwammig, aber ansonsten ganz cool. Okay. Pfeile. Ja, danke. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Hier draußen noch Pfeile. Und wie ist das Game aufgebaut? Eddie? Das ist das Reittier nicht verfügbar. Das war mein Bruder! Stirb! Habt ihr noch mehr drauf? Dein Leben gehört mir. Der nächste bitte. Traut sich noch einer? Oh ja, du. Ich hoffe, die wollten nie Kinder haben.
Will ja nicht sagen, aber irgendwie hat sie eben auch heute mit den Eiern. Hat die ja damals aus der Hand. Okay. Wie gesagt, Game sagt mir gar nichts. Ich kenne das nicht. Deswegen frage ich da ja auch einfach mal, wie es ist, wie es aufgebaut ist. Erfolgreich ein auf Nussknacker oder was? Na, was los? Du läufst dich? Du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen. Oh, Pfeil! Lalalalalala. Wo ist denn mein Gaul hin? Die kommt mir hier bekannt vor. Ja, du kannst halt Solo oder mit Bruno, bist nicht gemeinsam und dann so durch. Was er geht, wenn er Solo machen kann. Ah, okay. Also ist das so rundenbasiert. Der Dicke vom Dienst. Achso, Kiste. Oh Mann, dieses scheiß Ding dort. Wieso hänge ich dort eigentlich immer fest? Da ist noch nie mal was. Ja, wirklich. Hey, du Feigling. Hi. Wow, der Erste, der eine Kiste angehoben hat. Kein Dicker, der das mit dem Bauch machen kann. Du Lappen, du. Ich wünschte, mein Leben hätte nur aus Ale gelagen und Pissen bestanden. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Nein, so weit sind wir noch nicht. Ich habe den Orden benutzt, um ein ehlgeschwängertes Leben zu führen, aber der Preis dafür war Mord. Wirklich traurig. Da wird man hier einfach so angegriffen, ne? Unfreundlich. Jetzt wissen wir auch ihn so ganz, ja? Ach, wohnst du auch noch. Die Ausrüstung, die man findet, wird halt wieder mal in Farben unterteilt. Ah, die kann man dann also auch noch dreimal verbessern. Okay. Ja, da hat man auch mal eine ganze Menge zu tun. Okay. Und Pfeile Ausschau halten, ich weiß. Oh.
Irgendwie habe ich ihn gerade voll überrumpelt, ne? Ein Moment. Kannst du in deiner Scheiße selbst mitbrennen? Da hinten beschickt sich noch einer. Juhu! Nur Schatten. Ich bin verletzt. Nein, du bist tot. Das ist der Unterschied zwischen verletzt und tot sein. Heule! Weiter kannst du halt zu Anfang festlegen, welchen Schwierigkeitsgrad man machen möchte. Hängt aber auch von deiner Kampfkraft ab, die durch Ausrüstung, Attribute und Talente gesteigert werden kann. Ah, okay. Interessant. So, fahren wir hier drüber. Rolinga Langschwert. Nett. Ich glaube, jetzt haben wir alle Pfeile hier mitgenommen. So. Dann haben wir jetzt ihn hier noch. Wäre die Leier. Aha. Na, hoffentlich hat er sich vernünftig gestimmt vorher. Und das ist dann gleich hier auch noch. Gut zu wissen. Denn auf 11. Galoppel ein. Warum ist dieser Gaul hin und wieder nicht erreichbar? Das ist ja furchtbar. Spielt ihr Kanaster in der Zeit oder was? Oder bist du immer am Füttern, Alisea? Ah? Ich rieche den Duft von Keksen. Aha, aha. Zeig mir, was in dir steckt. Irgendwie schon tot. Du gewinnst. Ich akzeptiere meine Niederlage. Die Geschichte wird von meinen Eroberungen künden. Feiglinge werden nicht besungen. Ich bin kein Feigling. In der Schlacht um West Sexe ging ich als Sieger hervor. Von dieser Zeit sollten die Dichter berichten, als ich Ehre mein Eigen nannte. Nein, deine Ehre wird da begraben, wo sie jetzt ist. Im blutgetränkten Schlamm.